Guten Abend alle zusammen. Ich freue mich, besonders unseren neuen Gast vorzustellen. Sie studierte an der Uni Wien Ägyptologie im Hauptfach und promovierte ebenfalls dort. 2008 halbierte sie an der Freien Universität Berlin und bekam 2009 sogar den Heinz-Meyer-Leibniz-Preis verliehen. Ein Preis, der sich an die herausragenden Leistungen junger Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler richtet. 2009 Sehr, konnte sehr das spannend. für Ägyptologie und Koptologie der WWU Münster, diese herausragende Expertin, für sich gewinnen. Herzlich willkommen, Frau Professorin Angelika Lohwasser. Danke. Ja, vielen Dank für die Einladung, hier Ihnen Ägyptologie, das Ägyptologiestudium vorstellen zu können. Was ich vorhabe, ist, dass ich Ihnen zuerst einfach ganz allgemein ein bisschen erzähle, was ist Ägyptologie, womit beschäftigt sich Ägyptologie. Das ist ja jetzt nun kein Studium, das also wie Jura oder wie Medizin, wo man sich was darunter vorstellen kann häufig. Und dann werde ich über das Studium in Deutschland und dann exemplarisch, weil das an jeder Universität anders durchgeführt wird, dann über das Studium in Münster sprechen. Aber zuerst einmal die Frage, was ist Ägyptologie überhaupt? Ich habe da einfach die Fachbeschreibung, die wir auch auf unserer Homepage stehen haben, aufgeschrieben. Der Gegenstand der Ägyptologie ist die altägyptische Kultur von der Vorgeschichte, also wirklich auch die Prähistorie, bis zu ihrem Ende in den ersten Jahrhunderten nach Christus. Das heißt, in einem Zeitraum von fast 4000 Jahren. Diese Kultur soll in all ihren Teilgebieten sowie in deren Aspekten und Erscheinungsformen erfasst werden und diese zu einem ganzheitlichen Bild zu vereinigen. Die wichtigsten Teilgebiete sind Archäologie, Geschichte, Kunst, Sprache, Schrift, Literatur, Religion, Baugeschichte und Feldarchäologie. Und die Grundlagen, also diese Erscheinungsformen, hierzu bieten die materiellen Hinterlassenschaften, also Kunstgegenstände, Gräber, Tempel, Architektur und so weiter, sowie Texte und Bildquellen, also Malereien und Reliefs, die in besonderer Qualität und Quantität erhalten sind. Und immer wenn ich sage, dass sich die Ägyptologie mit einem Zeitraum von 4000 Jahren beschäftigt und da auch wirklich alles, also eben all diese verschiedenen Teilgebiete, die Ägyptologie aber trotzdem als kleines Fach gilt. Und ich sage immer, das Fach ist überhaupt nicht klein, weil es beschäftigt sich mit einer so langen Zeit, einem so großen Gebiet und so unterschiedlichen Bereichen. Ja, dann ist das Erstaunen immer groß, dass man das wirklich eben als ein kleines Fach ja, studieren muss. Schauen wir uns zuerst mal den Raum an. Also die Ägyptologie beschäftigt sich natürlich mit Ägypten ganz im Fokus. Also traditionell ist das das Niltal. Muss ich mir mein Laserpointer holen. Also das alte Ägypten ist das Niltal vom ersten Katarakt plus das Nildelta dann bis zum Mittelmeer. Dazu gehören aber auch die Steinbrüche in der Ostwüste, wo eben das ganze Rohmaterial für die Bauten gewonnen wurde, und Oasen in der Westwüste, die jetzt hier nicht drauf sind. Aber hier sehen Sie das alte Neuenreich, die größte Ausdehnung des alten Ägypten. Da sehen Sie auch, hier ist jetzt der erste Katarakt, südlich des ersten Kataraktes eben bis tief in den heutigen Sudan hinein hat die altägyptische Kultur gewirkt. Dann, wie gesagt, die Oasen, aber auch in den vorderen Orient, insbesondere die Levante, dann auch in den Mittelmeerraum hinein. Also eben auch räumlich ein wirklich sehr großes Gebiet. Ich gehe jetzt nicht, keine Sorge, nicht diese 4000 Jahre alle einzeln durch. Ich möchte gerne ein paar Schlaglichter werfen. Ich habe auf der Seite hier eine Zeitleiste aufgeschrieben und da sehen Sie also zuerst mal die Reichseinigung und dann Begriffe wie Altes Reich, Mittleres Reich, Neues Reich. Das sind Bezeichnungen, die von Ägyptologen kommen. Ein Reich ist eben immer die Phase, in der der ägyptische Pharao über das gesamte Land zentralistisch regiert hat. Und da dazwischen hat es immer diese Zwischenzeiten gegeben, in denen das Gesamtreich zerfallen ist, also wo es Gegenkönige gegeben hat oder überhaupt viele Herrscher, also nicht diese politische Einheit war.
Das ist aber die ägyptologische Bezeichnung. Die Ägypter selber haben ihre Geschichte in Dynastien, also in Herrscherfamilien, eingeteilt. Wir sprechen heute auch von Dynastien, also eben die berühmte 18. Dynastie zum Beispiel, in der Tutanchamun gelebt hat. Aber sozusagen eine größere Einteilung, großflächigere Einteilung sind eben diese Reiche. Circa 3000 vor Christus haben wir eben diese Reichseinigung, also das Vereinen von Ober- und Unterägypten, vom Delta und dem Niltal zu einem gemeinsamen Herrschaftsgebiet. Und das habe ich jetzt hier mit der Namepalette, die Sie vielleicht aus dem Kairoer Museum kennen, möchte ich damit zeigen. Im Alten Reich, das ist die Zeit des Pyramidenbaus, also da haben wir die Pyramiden in Gizeh, aber zuvor eben die Stufenpyramide in Saqqara mit dem König Djoser. Also das ist eben diese erste ganz große Phase der altägyptischen Kultur mit dem Pyramidenbau. Wie gesagt, dann kommt eben so eine Zwischenzeit des politischen Niedergangs, nicht unbedingt des wirtschaftlichen, aber des politischen Niedergangs, weil es eben kein einheitliches Reich mehr war. Und das Mittlere Reich, das ist die Phase der, eigentlich die Blütezeit der Literatur. Also Sie wissen ja vielleicht, dass uns aus dem alten Ägypten einige sehr schöne Literaturwerke überkommen sind. Also es gibt Märchen, aber auch sogenannte Lehren, das sind quasi Benimmregeln und poetische Werke. Und da also wirklich die Hauptwerke, die uns überliefert sind, kennen wir aus dem Mittleren Reich. Aber eben auch aus dieser Zeit gibt es auch Funde. Da gibt es einen ganz tollen Prinzessinnenfriedhof, in dem ganz außergewöhnliches Kunsthandwerk gefunden wurde, also der Schmuck, den Sie hier sehen. Das Neue Reich, das ist das, was vielen am besten bekannt ist, denn das ist die Zeit eben von Echnaton und Tutanchamun und Ramses und so weiter. Und aus dieser Zeit haben wir auch ganz viele Zeugnisse, Tempel von Karnak oder eben Abu Simbel, die Gräber im Tal der Könige. Aber das habe ich jetzt hier alles mal nicht gewählt, sondern ein Bild aus den Privatgräbern in Theben West, also in Drabulnaga oder Scheichab del Kurna, also die ganze Region von Theben West ist ja quasi durchlöchert mit Gräbern von Eliteangehörigen, die also alle ganz tolle Grabmalerei in ihren Gräbern haben. Im Neuen Reich, das ist auch die Zeit, in der Ägypten seine territorial größte Ausdehnung hat und ganz intensiv eben auch in den Kontakt der Mittelmeerwelt und Vorderasiens eingebunden ist. Mit dem Ende des Neuen Reiches kommt es zu einer eigentlich wirtschaftlichen Krise, aber auch politischen Krise. Und danach in der Spätzeit ist Ägypten immer mehr in die Geschicke der Mittelmeerwelt eingebunden. Und das ist aber auch die Zeit der großen Kriege, also die Seevölker, Völkerwanderung und die damit verbundenen Kriege. Und das Assyrische Reich wird groß und bedroht Ägypten, kann sie auch kurz erobern. Und dann das Persische Reich. Also das ist die Zeit der ziemlich intensiven und negativen außenpolitischen Verwicklungen, aber eben auch des ganz großen Kulturaustausches. Und zuletzt dann nach Alexander dem Großen herrscht die ptolemäische griechische Dynastie und das ist dann das hellenistische Ägypten und nach dem Tod von Kleopatra wird Ägypten römische Provinz. Und aus diesem ptolemäischen und römischen Ägypten haben wir die ganz großen, bedeutenden Tempel, die also heute auch noch am besten erhalten sind. Also hier der Tempel von Philae, aber eben auch zum Beispiel Edfu oder Dendera oder Komombo. Jetzt habe ich also wie Sie gemerkt haben, durch 3000 Jahre mit Ihnen mal marschiert, in, weiß ich nicht, 5 Minuten oder 7 Minuten. Und habe Ihnen dabei eben exemplarisch schon ganz unterschiedliche Denkmälergattungen vorgestellt, mit denen wir uns beschäftigen.
Ein wichtiger Schwerpunkt in der Ägyptologie ist aber die Sprache, denn die Sprache ist natürlich schon ein ganz wichtiger Schlüssel, um nicht nur das politische und das wirtschaftliche, auch das religiöse und auch das persönliche, soziale Leben des alten Ägypten kennenzulernen. Und im Studium sind es dann vor allem zwei, oder es ist eine Sprachstufe, die man vor allem lernt, das ist das Mittelägyptische, also quasi die klassische Sprache. Und man lernt zwei Schrifttypen, eben die Hieroglyphen, das ist damit, womit alle beginnen. Also in zwei Wochen beginnt bei uns das Semester und da beginnt dann auch der Mittelägyptischkurs. Und das Erste ist eben, da müssen natürlich alle dann die Hieroglyphen lernen. Also die Hieroglyphen, und das ist also die Monumentalschrift, die in Stein gemeißelt wurde oder aufgemalt wurde. Und dann gibt es auch eine Kursivschrift, also eine schnelle Handschrift, die mit Pinsel auf Papyrus geschrieben wurde. Das ist hieratisch. Das gehört dann natürlich auch zum Ägyptologiestudium. Es gibt dann auch noch demotisch und auch noch koptisch, aber das spare ich jetzt mal aus. Und das, was ich immer ganz toll finde, eben auch in der Wissenschaft, in der ägyptologischen Wissenschaft, ist, dass man immer versucht, sehr ganzheitlich heranzugehen. Also man sich nicht nur auf die Sprache fokussiert oder nur auf die Kunst. Also es ist eben nicht nur eine Kunstgeschichte und es ist eben auch nicht nur eine Archäologie, sondern man versucht eben immer alles zusammen zu nehmen. Also wenn man sich eben zum Beispiel mit Thutmosis III. Hier beschäftigt, dann beschäftigt man sich natürlich mit seinen Bildwerken, aber eben auch mit der Architektur, mit dem, was er an Bauten hinterlassen hat, auch mit der Politik natürlich. Er war der große Eroberer, der bis zum Euphrat gekommen ist. Also man schaut sich eben alle Quellen an. Und das ist, glaube ich, im Gegensatz zu vielen anderen altertumswissenschaftlichen Fächern, die immer spezifisch. Also es gibt die klassische Archäologie, die schaut sich eben die materiellen Quellen an. Es gibt die klassische Philologie, die schaut sich die Schriftquellen an. Aber bei uns ist das eben alles zusammen. Das macht das Studium allerdings auch sehr komplex. Ja, und noch eine letzte Folie mit Gegenständen, mit denen wir uns beschäftigen. Natürlich gehört da auch die Keramik dazu. Ja, Statuen, Statuetten, Särge, Grabbeigaben, Grabdekoration, also die gesamte materielle Kultur, die sich ja in Ägypten auch so wunderbar erhalten hat. Nicht in allen Ländern ja, haben sich antike Gegenstände so gut erhalten wie in Ägypten, weil einfach das trockene Klima die Erhaltungsmaßnahmen ja stark begünstigt. Ja, ich habe jetzt in der ganzen PowerPoint bisher keine Pyramiden und nicht den Tutanchamun drinnen gehabt, und zwar ganz absichtlich, denn natürlich gehört das auch zu unserem Studium, auch zu unserer Wissenschaft, aber es ist eben nicht, wir behandeln eben nicht überwiegend diese großen, berühmten Denkmäler, sondern eher solche Sachen, also fragmentarische Papyri, Ausgrabungen oder Altertümerstätten, die zunächst eben nicht nach Karnak oder Abu Simbel ausschauen. Man muss in der wissenschaftlichen Literatur dann eben viel mit Plänen und Abschriften und so weiter arbeiten. Also wir haben im Studium ganz häufig sehr viele Anfänger, die sehr schnell wieder aufhören, weil sie sich bei Ägyptologie eben, ja, Goldschatz und vielleicht Mumien und ein bisschen Entdecken vorstellen, aber nicht, dass man eben auch einfach eine Sprache mit Vokabeln lernen muss und solche teilweise eben nicht so schönen Ausgrabungsstätten dann auch besuchen muss und so weiter. Ja, also das war eigentlich der Überblick, den ich Ihnen über die Studieninhalte geben wollte. Also, oder nicht nur Studieninhalte, sondern Wissenschaftsinhalte, also womit sich eben die Ägyptologie als Wissenschaft beschäftigt. Und jetzt möchte ich zum Studium kommen. Vielleicht da noch ein Wort vorab, ein bisschen sozusagen Forschungsgeschichte. Die Ägyptologie ist ja im Grunde durch die Entzifferung der Hieroglyphen 1822 in Frankreich
ja, als Fach auch geschaffen worden. Also der älteste Lehrstuhl für Ägyptologie ist eben in Paris geschaffen worden für den Entzifferer Champollion. Aber der zweite Lehrstuhl für Ägyptologie ist dann in Deutschland, in Berlin geschaffen worden für Richard Lepsius, der auch ursprünglich ein Sprachforscher war, aber dann eine fünfjährige, vierjährige Expedition durch Ägypten gemacht hat und dabei unglaublich viele Zeichnungen und Pläne und so weiter mit seinem Team natürlich, nicht er selber, es war ein großes Team, hergestellt hat. Und wie er dann zurückgekommen ist, ist eben auch ein Lehrstuhl für Ägyptologie für ihn geschaffen worden. Das war dann 1846. Seit da gibt es eben dann die Ägyptologie auch in Deutschland. Jetzt haben wir sie an 13 Standorten, also an 13 Universitäten. Und man kann Ägyptologie im Bachelor, Master studieren, beziehungsweise eine Promotion machen oder einen Promotionsstudiengang. Und Sie sehen schon hier in NRW, das ist Münster, und dann gibt es noch in Köln und in Bonn. Und Sie sehen aber in ganz Norddeutschland, also wir sind eigentlich der Standort, wir und Berlin, wir sind die nördlichsten, also wir bedienen sozusagen auch ganz Norddeutschland mit. Im Bachelor, der ja 6 Semester ist, wie die anderen geisteswissenschaftlichen Studien auch, im Bachelor ist das Studium in der Regel sehr eng verflochten mit anderen Fächern, denn ich hatte ja gesagt, dass die Fachinhalte der Ägyptologie zwar sehr groß sind, es aber trotzdem als ein kleines Fach gilt. Denn normalerweise, so wie auch in Münster, gibt es eben dann nur eine Professur. Das heißt, ich bin die Professorin für Ägyptologie und muss eben diese 4000 Jahre Geschichte und so weiter und so fort, muss ich alleine abdecken. Man hat ja immer eine gewisse Stundenanzahl, die man unterrichtet oder unterrichten muss oder darf, wie auch immer. Und das muss man ja dann ein bisschen aufteilen in Bachelor und Master, weil im Master muss ja auch noch unterrichtet werden. Und damit ist dann ganz klar, dass man eigentlich als ein Einzelfach, das heutzutage in diesem Bachelor-Master-System gar nicht mehr stemmen kann. Das ist aber eigentlich an fast allen anderen Standorten, also außer eben in Leipzig und in München, da gibt es genügend Personal, dass es tatsächlich als ein Einzelfach zu studieren ist. Aber ansonsten ist das nicht möglich, Ägyptologie als ein Einzelfach zu studieren. Und deshalb ist es dann immer mit anderen Fächern verbunden. Und da kommt es dann immer auf den Standort an, also welche anderen Fächer es an der Universität dann auch noch gibt, die da verbunden werden können. Und in Münster ist es eben so, dass es die Koptologie, also wir sind ja das Institut für Ägyptologie und Koptologie, die Koptologie dabei ist und das Nachbarinstitut für Altorientalistik und Vorderasiatische Archäologie. Also wir 4 Fächer machen zusammen diesen Studiengang. In Köln ist die Ägyptologie mit der Afrikanistik zusammen und jetzt auch neu in einem großen Archäologienstudiengang, wo eben auch die Archäologie Ägyptens drinnen ist. Also Sie sehen, dass das Studium eben immer mit anderen irgendwie verbunden ist, aber die Studieninhalte, gewisse Inhalte sind überall gleich, also natürlich eben die Grundlagen in der Kulturgeschichte, Archäologie, Religion und so weiter, Grundlagen und dann mittelägyptisch, also Hieroglyphen und eine weitere Sprachstufe. Bei uns ist das koptisch, weil eben die Koptologie dabei ist, bei anderen sind das andere. Ja, also wie gesagt, im Bachelor lernt man eben die erste Sprachstufe und der Master hat dann 4 Semester, davon sind 3 Semester Studium und 1 Semester dann die Masterarbeit. Und da lernt man dann eine weitere Sprachstufe. Bei uns ist es Neuägyptisch, aber Neuägyptisch ist eben nicht Arabisch, sondern das ist die Sprache des Neuen Reiches dann. Ja. Und natürlich Lektüre, also man muss immer lesen und übersetzen. Und eignet sich vertiefte Kenntnisse in den verschiedenen Bereichen an und lernt selbstständiges wissenschaftliches Arbeiten. Das funktioniert bei uns ganz gut, weil wir nicht so viele Studierende haben, sodass man eben wirklich sehr gut jeden Einzelnen betreuen kann und da beim wissenschaftlichen Arbeiten auch anlernen kann. Und BA und MA sind dann akademische Abschlüsse und damit können unsere Studierenden dann bereits in verschiedenen Berufsfeldern arbeiten, also meistens eben in Kultureinrichtungen, Museen oder auch in Verlagen. Und früher waren eben Reiseleitungen natürlich ganz häufig, das ist jetzt nicht mehr so viel. Aber wenn Sie Ägyptologe werden wollen,
dann müssen Sie promovieren, also müssen Sie eine Doktorarbeit schreiben. Das ist die Voraussetzung für eine fachwissenschaftliche Anstellung und die kann an der Universität sein, also so wie ich, eben Professor oder Professorin werden oder in einem ägyptischen Museum. Ich selber hatte meine erste Arbeitsstelle im Kunsthistorischen Museum in Wien in der ägyptischen Sammlung und habe dann auch lange im Berliner Ägyptischen Museum gearbeitet. Oder wenn man besonders an der Archäologie interessiert ist oder an Ausgrabungen interessiert ist, dann ist die Möglichkeit, am Deutschen Archäologischen Institut in Kairo zu arbeiten. Und dann gibt es noch Akademieprojekte, die vor allem sich mit der Sprache beschäftigen. Und wenn wir jetzt eben, das war jetzt eben so allgemein Ägyptologiestudium in Deutschland, wenn man sich jetzt das Ägyptologiestudium in Münster anschaut, also das ist jetzt unser Institut, natürlich nicht das ganze Gebäude, sondern hier diese Fenster hier in der ersten Etage gehören zu unserem Institut. Das ist Rosenstraße, Ecke Schlauenstraße. Und ich habe jetzt hier einfach rauskopiert. Da geht es jetzt nicht darum, dass man sich das detailliert anschaut, aber dass Sie sehen, wie stark das doch mit den anderen Fächern verflochten ist. Also das sind jetzt im Bachelor die ersten beiden Semester. Und alles, was Ägyptologie ist, ist immer dieses Hellgelb. Und Sie sehen, im Wintersemester gibt es eben eine Vorlesung, Einführung in die Ägyptologie, genauso in die anderen drei Fächer, mit denen wir das gemeinsam machen. Und im zweiten Semester halt den Sprachkurs, da beginnt man dann Mittelägyptisch zu lernen, zugleich auch Akkadisch, das ist Keilschrift. Und dann gibt es eben ein Proseminar. Also Sie sehen, das ist wirklich sehr gleich aufgeteilt. Und im dritten bis sechsten Semester, nach dem dritten Semester ist ganz wichtig, ist eine Klausur, sowohl mittelägyptisch als auch akkadisch. Das ist quasi unsere Knochenprüfung und da ja, entscheiden sich dann viele aufzuhören, weil das ist eben nicht ganz einfach. Und ab dem vierten Semester haben Sie dann viel mehr Wahlmöglichkeiten und da sehen Sie, dann wird es schon immer gelber. Und bei uns ist ja, also Koptologie ist ja dann das christliche Ägypten, also das heißt, da beschäftigt man sich ja auch mit dem Ägypten, nur halt nicht mit dem alten, sondern mit dem christlichen Ägypten. Also alles, was gelb und so orange ist, das beschäftigt sich mit Ägypten und das ist dann eben schon deutlich mehr. Und dann kann man natürlich auch die Bachelorarbeit im Schwerpunkt Ägyptologie schreiben. Und im Masterstudium haben wir auch zuerst ein Modul, wo auch wieder alle vier Fächer zusammen sind. Das ist aber das Einzige, weil dann geht es wirklich um ägyptische Sprache. Also da ist eben dann dieses Neuägyptische und das Heratische, diese Schreibschrift, ägyptische Denkmälerkunde. Im dritten Semester dann eben Ägyptologie für Fortgeschrittene. Also das ist dann sehr spezifisch. Und was wir haben, es ist ein Pflichtmodul, aber eigentlich ist es die Wahl. Da können Sie auswählen alle möglichen Veranstaltungen, die einfach die Sie interessieren oder die Studierenden interessieren. Zum Beispiel externe Lehraufträge oder auch Interessantes aus anderen Fächern, das kann dann alles da hineingepackt werden. Also da haben Sie relativ große Freiheiten. Ja, und am Ende schreibt man eben eine Masterarbeit und dann ist man Master eben mit Schwerpunkt Ägyptologie und das braucht man, wenn man weiter in der Promotion gehen möchte. Das heißt also, wie studiert man dann aber bei uns ganz praktisch? Ja? Also man besucht Vorlesungen, Seminare und Übungen. Eigentlich ich sitze jetzt gerade bei uns im Seminarraum und wir haben auch noch einen Hörsaal für die größeren Vorlesungen, vor allem im ersten Semester, diese Einführungsvorlesungen, das sind immer noch ganz viele. Dann muss man aber ganz viel Selbststudium betreiben und Sie hatten vorher ein Buch angesprochen. Also das ist ein Blick jetzt in unsere Bibliothek. Wenn Sie sich für ägyptische Medizin interessieren, werden Sie hier sicher fündig mit einem eben wirklich ein Fachbuch. Daneben gibt es aber auch ganz praktische Arbeit. Also in dem Fall, das ist ein Blog-Seminar, hatten wir zu Keramik mal. Aber man kann eben auch Praktika machen. Und was wir halt vor Corona wirklich ganz regelmäßig gemacht haben, das waren Exkursionen, also entweder zu ägyptischen Sammlungen, also was weiß ich, nach Turin zum Beispiel oder ins British Museum oder in den Louvre und so, oder eben nach Ägypten, wie Sie hier sehen.
Ja, und damit bin ich eigentlich fertig und bedanke mich für Ihre Aufmerksamkeit. Und jetzt kann ich nämlich auch stoppen und dann ist es auch leichter mit den Fragen. Die erste ist, wie oft Sie in Ägypten waren? Wie oft ich in Ägypten, das weiß ich gar nicht. Also ich tippe mal so 10 Mal vielleicht. Ich noch eine persönliche Frage. Also wir sollen in den nächsten Monaten ein Praktikum finden und ich interessiere mich sehr für Ägyptologie und ich wollte fragen jetzt, wo ich ein Praktikum vielleicht machen könnte, also ob Sie da eine Idee hätten. Ja, also gerade in den nächsten Monaten, glaube ich, ist es einfach wegen der Corona-Krise ein bisschen schwierig, weil an und für sich hätte ich gesagt, dass Sie am besten ja in einem Museum einfach anfragen, ja, also im Museum in Hamm. Das wäre das nächste hier. Gibt's, also Sie sitzen auch in Münster, oder? Ja. Oder sind Sie nicht? Ja, okay. Ja. Also das Museum Hamm wäre hier das nächste mit einer schönen ägyptischen Sammlung. Aber ich befürchte, dass das halt im Moment eben tatsächlich alles schwierig ist. Ja, ja am ehesten eigentlich immer oder am einfachsten ist es immer Museen, weil denn also Akademieprojekte, da kann man auch Praktika machen, aber da braucht man unbedingt ein Vorwissen. Also solange Sie nicht ein Grundwissen in Hieroglyphen haben, bringt es überhaupt nichts, in einem Akademieprojekt ein Praktikum zu machen. Dankeschön. Bei einer Ausgrabung ist es halt jetzt auch gerade mal schwierig. Ja, ja hallo, bisschen Zeit. So, vielen Dank zuerst für Ihren Vortrag. Und ja, vielleicht ich habe eine Frage. Würde die Wissenschaftler ein sehr großes Interesse an der ägyptischen Geschichte? Also, ich meine, es gibt da zwei Stränge, sagen wir so, oder zwei Perspektiven. Und das eine ist, und das kommt jetzt in den letzten Jahren immer mehr, das ist die sogenannte Globalgeschichte, dass man also gar nicht mehr auf Ägypten oder Mesopotamien oder irgendwas fokussiert, also schon fokussiert schaut, aber immer das Ganze im Blick hat, also wirklich als Globalgeschichte. Ja? Und dann exemplarisch eben mal Mesopotamien oder China oder Ägypten und so für bestimmte Phänomene, aber eigentlich immer die ganze Welt im Blick hat. Das wird in den letzten Jahren immer mehr. Und die andere Möglichkeit ist eben, dass man eine Fachwissenschaft macht, wie Ägyptologie oder Altorientalistik oder Sinologie, jetzt als Beispiele. Und ja, und von da aus dann Bezüge sucht. Also bei uns ist es einfach dadurch, dass unser Nachbarinstitut ja die Altorientalistik ist, haben wir natürlich enge Bezüge. Ja, ja. Also man schaut dann durchaus über den Tellerrand. Ja? Also ich gehe genauso zu Vorträgen, um mir was über das alte Mesopotamien anzuhören, so wie mein Kollege rüberkommt und sich unsere Vorträge anhört. Okay. Obwohl ich das nicht studiert habe. Das ist dann natürlich so ein Interesse. Ja? Ach ja, okay. Vielen Dank. Dann sehe ich noch eine Hand bei iPhone von Dina. Guten Tag. Also ich habe eine Frage. Und zwar, wie viele haben über Ägypten geherrscht, bis die Araber kamen? Also ich habe gelesen, dass es 190 waren. Stimmt das? Das weiß ich nicht, ob das... Nee, das müssen sicher mehr gewesen sein. Das waren sicherlich mehr. Denn vielleicht 190 große Pharaonen, aber es hat ja dann viele Zeiten gegeben, in denen es Parallelregierungen gegeben hat. Das denke ich, sind mehr. Und es ist auch immer die Frage, wo fängt man an zu zählen? Also von der Reichseinigung? Oder ich meine, davor hat es ja auch schon Herrscher gegeben, die halt nicht über das gesamte Ägypten geherrscht haben. Ja, also wenn keiner mehr eine Frage hat, dann würde ich gerne an Dr. Hallett weitergeben, weil er sich nochmal bei Ihnen bedanken wollte. Vielen Dank, Professor Lobasal. Es hat uns sehr gefreut, dass Sie hier gekommen sind und hoffentlich irgendwann sehen wir uns persönlich nach Corona. Ja. Ich hoffe, es gibt mal die Möglichkeit. Ja, und ich wünsche Ihnen und Ihrem Verein ja viel Erfolg. Vielen Dank und bleiben Sie gesund. Danke sehr. Ja, Sie auch. Danke. Wiedersehen. Tschüss.